So, ja. Wir sind bereits in der Lobby. Gleich geht's hoffentlich auch los. Side Selection ist schon durchgeböllert worden. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unliga-Game von Osnabrück Wolverhampton Esports. Ich bin, wie man auch schwer erkennt, Sebastian Schachti, Schacht. Und bei mir ist mein Lieblings-Co-Caster, das bin ich selbst. Yay. Wie geht's euch? Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe erstmal gerade noch gefühlt 5 Minuten damit verbracht, nur dieses dumme Bild zu spiegeln, damit ich mich selbst in der Kasse wie als Co-Caster haben kann. Das sind die wichtigen Dinge im Leben. Ja, in der Lobby herrscht noch Schweigen. Dementsprechend laber ich einfach schon so lange Scheiße. Ja, sieht heute auf jeden Fall relativ durable aus. Für die Gang, auch wenn wir irgendwie diesen komischen Watchdog Platin ADC haben, Monka ist. Aber naja, ihr wisst, wie das Leben ist. Man kann sich's nicht immer aussuchen. Manchmal hat man halt den One-Trick im Team. Und irgendwie kann man Unliga-Games nicht dodgen. Sad fucking face. Wir sitzen alle schon rum. Der andere Stream wurde schon geplagt. Es sind 4 Leute im Spectator. Es kann sich nur noch um wenige Minuten handeln. Boah, ich hatte heute eine mittelschwere Schaffenskrise in WoW. Ich habe angefangen, ein Alt zu spielen, weil man mir gesagt hat, boah, Junge, spiel mal Fury Warrior, es macht so viel Spaß und es ist so gut. Und dann habe ich angefangen, das zu machen und dann habe ich zwischendurch mal die anderen Specs ausprobiert und jetzt habe ich viel zu viel Spaß daran, Arms Warrior zu spielen. Aber Arms Warrior ist Kacke! Und wenn ich noch einen schlechten Spec spielen wollen würde, dann würde ich mir einfach nochmal meinen Main Spec machen. Trauriges Leben, sage ich euch. Richtig trauriges Leben. Und seid ihr alle heil durchs Wochenende gekommen? Ich, für meinen Teil, bin einmal rausgegangen, ganz Wochenende. Cool, oder? Und auch nur um Kollegen zum Bahnhof zu bringen. Ja, ich bin ein sehr vorbildlicher Deutscher unter Corona. Habt ihr mitbekommen, dass die Bundesregierung Lockerung der Maßnahmen beschlossen hat? Und wenn das wirklich so durchgeht, wie es geplant ist, dann kann ich ab 24. schon wieder arbeiten. Also, ich arbeite im Grünen Jäger, für die, die es nicht wissen. Und anscheinend darf man damit entweder Impfung oder negativen Test. Ja, wieder in die Innengastronomie. Das wäre natürlich geil, denn A ist Geld geil und B ist auch unter Leuten sein geil. Immer nur mit denselben drei Leuten, immer nur dieselben drei Gesichter zu sehen, wird auf die Dauer ein bisschen langweilig. Naja, mach es da nix. Was dauert denn hier so lange? Schon ganze 6 Minuten hinterm Zeitplan. No. Wäre cool, wenn eventuell gleich nicht darauf aufmerksam gemacht werden würde, wie das auf dem großen Bildschirm aussieht mit dem Overlay gleich im Draft und Ingame. Denn das letzte Mal, als ich das Overlay benutzt habe, war das alles ein bisschen hektischer. Und es kann sein, dass das halt nicht gut sitzt. Und weil ich das jetzt jede Woche Dienstagabends mache, die VR-Uniliga Games casten, wäre es ja vielleicht auch mal ganz cool, wenn das Overlay nicht scheiße ist. Oder zumindest sollte man das meinen. Oh Gott, mein Chat hatte nicht aktualisiert. Sorry, Warcon. Hi, wie geht's dir? Oh Mann. Ja, das Ding ist irgendwie, wenn ich mein Streamlabs auf den zweiten Screen ziehe, dann verschwindet der Twitch-Chat. Und war gerade die ganze Zeit noch in einem anderen Tab, habe mir andere Sachen angeguckt. Und bin dann erst auf den Twitch-Tab wiedergegangen, um zu sehen, dass jemand was in Chat geschrieben hat. I'm sorry. I'm sorry. Ja, wir sitzen hier. Ich bin leise, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich will laut sein, aber ich bin schon auf maximal Böllerbus. Ich könnte maximal. Ich muss ja jetzt actually nicht spielen, dann kann ich das Mikro ja vorbestellen. Okay.
Also ich glaube, lauter als das kann ich nicht so ohne weiteres bewerkstelligen. Ich könnte sonst noch mal schauen, ob ich irgendwie am Mikro, an den grundsätzlichen Mikroeinstellungen was ändern kann. Okay, ich sehe den ersten Ready Call in der Lobby. Dann droppe ich mal das Plus, dass wir auch einsatzbereit sind. Ist denn jetzt besser, Marc? Oder bin ich immer noch leise? Sonst muss ich dann gleich mal immer noch. Ja, Hikes. Bisschen besser. Ja, I don't know. Das Ding ist halt, das ist dasselbe Mikro, was ich auch für Discord benutze. Ich sehe halt nicht, warum das leise sein sollte, aber. Ich gucke mal, was man sonst noch machen kann. Am Hochstellen. Hallo Lukas, wie geht es dir? Ich will ja keine Spracherkennung. Blah. Sorry, mein Klo war verstopft. Called Fivehead auf Exodia. Ach du Schande. Hallo Crispin, schön, dass auch du heute wieder mit am Stissel bist. Okay, die Ready Calls häufen sich. Warte mal, wer von denen ist denn jetzt heute nicht hier? Aha, der Onkel Sauer. Selfies. Okay, let's go. Tada! There we go. Pick and Ban von Freiburg gegen Osnabrück. Und wir öffnen mit dem Seraphin-Ban. Die Überraschung ist nur minimal. Wer ein bisschen, wer ein paar Osnabrück-Games mal gesehen hat, der weiß, dass Chris ein reger Enchanter-Player ist. Und ja, Seraphin schon ein bisschen besser, würde ich sagen, zur Zeit als die meisten Enchanter. Auf der anderen Seite ist Jinx gebannt. Wahrscheinlich der beste ADC gerade zur Zeit. Wird auch noch mal, kriegt auch nochmal einen saftigen Nerf reingezwiebelt. Okay, Jungs, wir haben ein Problem. Unser OTP wurde outbannt. Abort Mission. Pick Karma for Hyper or something. Just get us out. Aber ich weiß ja nicht, wer die Patch Notes aufmerksam studiert hat. Aber Lulu und Kog'Maw wurden beide diesen Patch gebufft. Meint ihr, es gibt eine Welt, in der wir gehittet werden mit der Lulu Kog'Maw Lane? Für unmöglich halte ich das nicht. Also so schlecht ist das nicht. Interessanterweise jetzt ein Echo-Ban. Ich weiß nicht ganz, was ich daraus machen soll. Echo klassischerweise eher ein Counterpick. Man hat mit Red'Sight die letzte Antwort. Ich glaube nicht, dass Echo auf Blue Sense so notwendig ist. Plus Plank ist ja auch ein ziemlicher Vernichter auf dem Champion. Also, naja, vielleicht nicht so die Ultra-notwendige Ban. Diana wurde diesen Patch nochmal genervt, weil die letzten Patch doch ziemlich Amok gelaufen ist im Jungle. Naja, macht aber, wenn das gepickt werden könnte, wohl doch einigermaßen Sinn, das rauszunehmen. Wir sehen, den Volibear secured, starker Flex, zwischen Top Jungle. Ja, viel mehr gibt es zu dem Pick eigentlich nicht zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir aber, wird das mit von Xin Zhao beantwortet. Ich sag mal, Orianna ist jetzt nicht die große Überraschung. Immer ein guter Pick, solide, enabled viele Teamcoms, scaled, hat immer noch eine okay Lane Phase. Aber Xin Zhao, also ich meine, man hat damit einen Ball Carrier, I guess. Aber ist auf jeden Fall nicht unbedingt der Jungler, den ich jetzt zumindest erwartet hätte. Vielleicht weiß einer von euch da ja mehr. Auch dann hat Tristana mit Jinx gebannt. Nicht so die große Überraschung. Plus, man hat den mit ADC Flex, wenn man sich auf der Seite von Freiburg dafür entscheidet, ihn am Leben zu halten. That is. Also, ich würde jetzt hier dann wahrscheinlich Support picken oder Top. Wobei man kann auch den Voli Flex noch am Leben lassen. Okay, nevermind. Man scheißt sich für die Anivia into Ori. Muss sagen, ich habe länger keine Anivia mehr gesehen. Als ich noch Orianna One-Trick war, vor 3 Seasons, da fand ich zum Beispiel mit meinem Cancer. Aber da war ich auch ziemlich bad. Von daher. Aber der Urgott hat sich heimlich still und leise durch die Pickbahn geschlichen bis R3. Und damit wird der Pick secured für Move Your Mothers. Und nicht nur der, sondern auch auf der Gegenseite mit Bellabus 69, ein großer Urgot-Spieler, am Start.
Dementsprechend das secured. Mega nice. Und man bannt jetzt anscheinend Top-Laner. Tryndamere, auf jeden Fall eine der Optionen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so ein gutes Matchup für Tryndamere. Aber naja, kann man bannen, denke ich. Ich würde aber ungern jetzt noch einen Top-Laner gebannt sehen, weil um ehrlich zu sein, außer Tryndamere spielt Böllabus quasi nur Tanks. Und das sind eigentlich Matchups, in denen sich Urgon relativ wohlfühlen sollte. Der einzige Tank, den ich mitleben könnte, wäre jetzt Shen für die Globepusher oder Malphite, weil Malphite einfach stupide ist. Fucking stupide. Nun gut, ADCs werden weiter gepinscht auf der Seite von Freiburg. Ich bin ganz ehrlich, ich würde Caitlyn nicht mal bannen, wenn man mir Geld dafür geben würde. Aber hey, ich mache nicht den Draft von Freiburg. Ich würde hier eigentlich ganz gerne noch Support bannen sehen. Ja, man bannt den Shen. Okay. Ja, kann ich respektieren. Hat man wahrscheinlich wieder hier reingelauscht, die Schlingel, um sich die Tipps vom Draft-Experten zu holen. Na gut, ich denke mal, da wird jetzt noch ein ADC gebannt. Oder Karma, I guess. Ich bin. Die Champions gefallen mir an sich ganz gut, aber die Draft-Reihenfolge irritiert mich ein bisschen. Man ist hier Red Side auf der Seite von OSGG, aber so ein richtig meaningful Counterpick bekommt man hier jetzt nicht. Außer es gibt eine Welt, in der wir hier Gadget-Level von Flex haben und Hyper jetzt gleich Orianna spielt. Das wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Aber Thresh settet eine Menge immobile ADCs ab, was natürlich gut ist. Aphelios, maybe. Ich erinnere mich, das hat Hyper früher viel gespielt. Kog'Maw ist immer noch zur Verfügung, auch wenn der ohne Lulu natürlich einiges an Appeal verliert. Gleichzeitig sehen wir Ornn eingeloggt. Ich meine, muss ich dazu viel sagen? Man tutet ins Horn, man bastelt Items. Oh mein Gott, der Nightbot hat actually mein Instagram verlinkt. Ach du Scheiße, das will ich nicht. Das will ich nicht. Okay, nicht draufklicken, Guys. Nicht draufklicken. Ist eine Trap. Ist ein Virus. Alistar Tristana. Die Lane kenne ich. Eventuell spiele ich die gerne mal in Solo-Queue. Mit Mr. Dra war gerade hier im Chat. Aber jetzt kommt der Omnitron. Also ich denke, es wird ein immobiler ADC werden, weil warum sollte man jetzt sonst Thresh picken? Das Problem ist, wenn man jetzt zu immobil geht, dann wird man halt von Tristana Alistar einfach zusammengetreten. Mal sehen, ob man da hier den Mittelweg findet. Ich glaube, wenn ich jetzt Ezreal gepickt würde, dann will ich nicht mehr. Oh yes, Kog'Maw. Okay. Nice. Sehe ich persönlich relativ gerne. Eigentlich alles, was ein bisschen off-meta ist, macht mich immer glücklich. Deswegen, ich denke, Xin Zhao auch eigentlich ganz nett finde. Ich bin mir aber overall nicht sicher, wie viel der so machen wird gegen Alistar und Nivea. Aber wir werden sehen. Ich bin mir sicher, man hat sich da Gedanken gemacht auf der Seite von VR. Aber werfen wir mal einen kleinen Blick auf das große Ganze. Wir haben Top Lane. Ornn Urgot. Sollte sehr, sehr Urgot-favored sein. Ich glaube, Ornn kann, wenn der irgendwie die Reflexe des Todes auf Doom hat, kann der mit seiner W den Urgot-Pullback blocken, aber das ist halt ein ziemliches, den Urgot-Ult-Pullback, aber das glaube ich ein ziemliches Mindgame. Ich denke, es ist einer der okayeren Tanks in Urgot, würde ich jetzt vermuten. Nur von dem, wie ich mir da so Gedanken drüber mache. Volibear Xin, ich sehe halt nicht, wie Xin da groß einen Vorteil haben sollte. Ich denke, es wird diese Conqueror Frostfire Xin-Variation werden, die man so in High Elo öfter sieht. Natürlich ist auch Eclipse Hail of Blades immer noch eine Option. Werden wir dann sehen, wenn wir ins Game kommen. Anivia Ori wird ein Snooze-Fest. Voraussichtlich zumindest. Also der interessante Part wird wirklich Botlane. Wenn Kog'Maw Thresh aus dieser Lane rauskommt, ohne komplett vernichtet zu werden, dann ist das auf jeden Fall ein Big W auf der Seite der OSGG. Das kleine Problem, was ich hier sehe, der Kog'Maw hat zwar den Thresh als Backup, aber so richtig klassische Frontline hat er trotzdem nicht. Urgot, Xin Zhao, Orianna spielen gefühlt ein anderes Spiel als der Kog'Maw. Das wird auf jeden Fall interessant in den Mid- und Late-Game-Teamfights, was Darts abgeht. Wohl an. Ich glaube, die letzten 2 Minuten Spectator Delay, die drücke ich euch nochmal Musik rein. Und dann werden wir uns das nächste Mal hören. Sind wir dann auch. Die Szenen auf dem Fernseher zu.
ändern ist gar nicht so einfach. So. Wollen wir das nächste Mal hören, ne? Sind wir in Game. Bis gleich, bleibt dran. Know these streets like we do. I'm
Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Wir hatten gerade eine kleine Pause, direkt am Anfang wegen Ping-Problemen, deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert. Aber jetzt sind wir drin. Wie man sieht, beide Teams eine Variation des klassischen Five-Point-Covers. Ohne Variation meine ich quasi genau das gleiche. Ja, wir haben hier dank der Magie der Advanced Spectator-Sachen noch den schönen Rauszoom. Ich werde wahrscheinlich nicht das ganze Game tatsächlich. Ja, wie sagt man? Richtig observen, aber für den Anfang sah das ganz hübsch aus. Dachte ich mir, mache ich mal. Bisschen flexen. Wie ist das mit dem Overlay? Ich habe halt mein Streamlabs ist auf dem Fernseher und da kann ich das alles nicht ganz so gut erkennen, ob das jetzt passt, um ehrlich zu sein. Aber gut. Ja, wie bereits im Champs-Select angesprochen, ich denke, der wirklich interessante Part dieses Game wird, wie hart kann die Freiburger Botlane Hyper und Chris unten punishen. Es ist Kog'Maw und mit Hail of Blades kann der auch schon early okay Trades nehmen, aber es ist halt nicht Tristana. Also, wenn Tristana ihm ins Gesicht springt, dann platzt er. Und das wird immer so passieren. Und der Thresh hat halt die bisschen die Bredouille quasi, dass er sich entscheiden muss zwischen, okay, ich bleibe neben meinem ADC, um Alistar Engages zu blocken oder Tristana Jumps, oder ich stehe weit genug weg, um nicht CC zu werden und Lantern den dann. Und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was da wirklich die richtige Entscheidung ist. Bin kein großer Thresh-Spieler. Ich spiele nur Champions ohne Skillflaw. Ja. Deswegen wird das auf jeden Fall was, worauf man später im Verlauf achten muss. Ganz anders sieht das halt auf der Toplane aus. Oh Gott, gegen Ornn. Sollte relativ einseitig sein für den Großteil des Games. Und man sieht auch schon, wie Move Your Mothers versucht, ihn bisher auch erfolgreich vom Farm wegzuhalten. Ich möchte einmal noch kurz Augenmerk auf Jungler richten. Die haben auf verschiedenen Seiten gestartet. Dementsprechend ist ein Level 3 Gank Botlane für den Volibear möglich, während der Xianzao sich anscheinend so weit für den Full Clear entschieden hat. Allerdings startet er auf der unteren Seite. Dementsprechend muss DVR Botlane fürs erste Weak Side spielen und sich auch dementsprechend verhalten. Interessante Interaktion. Der Ornn hat das quasi geblockt, rübergeworfen zu werden, war aber trotzdem CC'd. Super guter Trade auf jeden Fall dafür den Urgot. Jetzt sind beide relativ low und die Wave ist fast im Tower. Aber Move Your Mothers weiß, dass der Volibear nicht dabei sein kann. Von daher ist das immer noch relativ entspannt für ihn. Beide Jungler nehmen jetzt ihre jeweilige Crab. Anivia hat gebased für Tier. Hätte TP zur Verfügung. Allerdings auf dem Wavestep muss man da auch nicht unbedingt TPen. Und man sieht schon so ein bisschen die Gefahr. Flavor ein bisschen zu spät, aber der Hook sitzt. Und jetzt hat Boily mal eine ziemliche Schelle da kassiert von der VR Botlane. Dementsprechend Pots werden gezogen. Interessanterweise hat er das AD-Share-Item. Finde ich persönlich jetzt nicht so gut auf Alistar. Weil man meiner Erfahrung nach eh nicht genug Auto-Taggt, aber was weiß ich schon. Xin ist hier für den Counter-Gank in der Mitte und Anivia kriegt eine Menge Schaden. Flasht jetzt weg. Jetzt ist wiederum Xin in Gefahr. Flasht auch weg. Electrocute und der Red Buff. Gerade so nicht. Plunk kommt mit Mühe mit dem Leben davon. Aber Anivia Flash ist gezogen. Und Xin'Zhao braucht den Flash nicht zum Ganken. Anivia aber ziemlich sicher, um den nächsten Gank zu überleben. Botlane, dieser Kog'Maw-Skin, ne? Beamer, ja, schon ein Cutie, wobei ich sagen muss, das Chroma macht den irgendwie eher hässlicher als schöner. Naja. Interessante Aim-Duell auf der Top-Lane. Wie angesprochen, dicke Farm-Lead für den Urgot, wo man sagen muss, ah, da hätten ein paar mehr Minions noch auf seinem Konto sein können, denke ich. Hat man sich vielleicht ein bisschen zu sehr darauf versteift, den Ornn zu punishen. Soweit relativ wenig los. Interessant wird dann zu schauen, wie OSGG das Problem der Drakes tackeln will. Oh, schöner Trade genommen von Bellabus69. Nice. Ja, wo war ich genau, Drakes? Man hat zwar mit dem Xin'Zhao und Volibear geben sich arguably nicht so viel.
in einem First-Drag-Szenario. Und wenn ich die Wahl habe als Jungler zwischen Kog'Maw und Tristana für den ersten Drag, ist es immer Tristana. Also was ich mir wünschen würde, wäre einfach zu sagen, okay, was sind Drakes? Drauf geschissen, man spielt für Herald, man gibt vielleicht dem Urgot Plates, dive vielleicht Ornn weg, wenn das Timing da passt. Oder punish die Anivia, die noch flashlos ist. Auf jeden Fall würde ich tendenziell eher sagen, je länger der erste Drake nicht genommen wird, desto besser ist das für OSGG, weil Ravani Spawns. Ich habe gerade so kurz drüber nachgedacht, die Kog'Maw-Geräusche nachzumachen. Habe ich mir dann doch geschenkt. Kommt später noch. Wenn er fett ist, mache ich das. Wenn er dann später im Late Game mit 5 mal Kotzen pro Sekunde um sich schießt, dann bereitet euch da am besten schon mal mental drauf vor. AKA mutet den Stream. Volibear ist jetzt am Drake, soweit ich das hier erspähe. Rift Herald noch nicht gespawnt, dementsprechend ein unbeantwortetes Objective. Ja, Top Lane macht weiterhin nicht so viel Spaß, Ornn zu sein. Aber ich würde sagen, das ist alles noch im Rahmen da oben. Er ist noch nicht gestorben, er hat keine Plates verloren. 10 Farmen darf man auch mal down sein als Ornn, solange man die XP bekommen hat. Und quasi auf den Farmen genau wird dieser Vorteil auch gemirrored auf der Botlane. Tristana hat genau den Advantage auf den Kog'Maw, von daher. Das gibt sich alles relativ wenig. Beide Jungler haben ihre Lucy Boots, yay! Item Diversity! Und beide Midlaner am Tier. Volibear hat jetzt einen Control geplaced, macht da wahrscheinlich den Blue Buff. Kann er den auch fertig machen? Die Antwort ist jein. Will man jetzt anscheinend doch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man das da wirklich respektieren muss, auf der Seite von Freiburg. Die Orianna ist low Mitte, die Jungen hat Mitte kein Mana. Und Tristana. Alistar Tristana sollte auf jeden Fall Commander aus Jugendfreistream. Kog'Maw Thresh da outperformen. Aber man hat sich dagegen entschieden. Dementsprechend. Man versucht hier die Wave zu halten. Es ist ein Ward im Busch. Aber wenn Alistar zu weit absteppt, könnte da was gehen. Plank will. Freiburg Botlane will nicht. Dementsprechend zieht man sich da wieder zurück. Es passiert echt relativ wenig. Außer halt immer wieder Trades Toplane, die überraschend gut für den Ornn sind. Bis jetzt. Liegt auch in der Natur der Sache, dass Ornn sich Items craften kann und Urgot actually Base gehen muss. Und Barmy ist gegen Dorans Kull. Ist jetzt nicht so. Nicht so ein dicker Advantage. Geht man hier für den Cairns? Zu spät. Mensch, Böllerbus, das kannst du doch besser. Okay, der Herald ist am Leben. Urgot hat gebased. Urgot hat jetzt einen Giant's Veil. Ich hoffe, dass man jetzt vielleicht auf der Seite von Varavion mal ein bisschen aktiver wird, um diesen Herald anzugehen. Plank, oder Plank Q, ist auf der Topside, macht seinen Red Buff. Urgot kommt jetzt wieder in die Lane. Also, wann, wenn nicht dann? Plus Volibear jungelt runter, was man eventuell auf dem Control gesehen hat. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob dieses wunderschöne Kontrollauge das wirklich gesehen hat. Aber das werden wir dann gleich sehen. Ja, Xin Zhao fängt jetzt den Herald an, hat aber nicht den Blast Cone darüber genommen, richtig? Spell des Control hat ihn wahrscheinlich gesehen, aber spielt halt eigentlich keine Rolle. Volibear ist gerade Botlane. Urgot und Anivia haben beide. Urgot und Orianna haben beide vernünftig Prio. Volibear hat kurz nach einem Gankbot geschaut, hat ihn nicht bekommen. Die VR-Botlane entscheidet sich für den Reset. Und so weit, so gut. Super enges Game noch in Gold. Immer noch kein First Blood gefallen. Immer noch null Plates. Never mind. Pirate King hat Mitte ein Plating bekommen. Sieht man das im Gold Mitte? Sieht man auch, wie schön. Das ist auf jeden Fall ein Advantage, den man sich mal gönnen kann. Wenn ich auf den Spot gefragt worden wäre, wo die Plätze fallen, hätte ich ja gedacht, top.
Aber der Herald ist jetzt am Start. Und ich würde mir wünschen, dass man jetzt den Orden ein bisschen aggressiver angeht. Vielleicht, dass man als Urgot einfach anfängt, HP zu traden. Die Trades muss man nicht mal unbedingt gewinnen. Einfach nur, dass man quasi dann das Out hat, mit einem Xin Zhao-Gank, den dann einfach umzubringen. So. Flash ist gezogen, die von der Alistar kommen. Oh, das war ungünstig. Das Ultimate von der Tristana. Der TP wurde gecancelt vom Urgot. Ich glaube, um ehrlich zu sein, als Orn lässt du den TP da einfach durchkommen. Ich glaube, man ist da mehr als fein, sich da zurückzuziehen auf der Seite von Freiburg. Und dann hätte Orn im Moment Ruhe in der Lane gehabt. Jetzt hat der TP sowohl das Play deflected, als auch er ist in der Lane geblieben. Aber Plank sucht Streit an den Krug, soweit es bis jetzt aussieht. Und nicht nur Plank sucht Streit Mitte. Pyro King mit dem Chat. Flash away von Orianna. Botlane gleichzeitig der englische Alistar. Death Sentence trifft absolut nichts. Und jetzt ist Ornn hier mit seinem TP-Advantage. Und das sollte First Blood sein. Wer gönnt es sich? Es geht an den Brotliebhaber. Und man ist noch nicht fertig. Thresh Flay sollte nicht genug sein. Schön Alistar-Kombo. Und der zweite Kill für den Brotliebhaber. Freiburg on the board. 2-0 in Kills. Mitte sieht das sehr, sehr eng aus. Egg wird geprockt. Aber ich glaube nicht, dass Ori da den Schaden hat. Aber Urgot kann sich jetzt top an den Plates bedienen. Die große Frage ist jetzt, war das letztendlich so worth? Klar, Ornn braucht. Oh, Five Head of Exodia mit dem Five Head E. Da war wohl schon jemand am Shoppen. Schön gemacht. Und verdienter Kill an der Stelle für den Volibear. Sehr, sehr lecker. Drake wird jetzt auch in Angriff genommen. Ist Ornn zwischendurch umgedreht? War der nicht schon quasi wieder top? Naja, wie auch immer. Drei Plates oben sind an den Urgot gefallen. Der wird langsam ziemlich moppelig. Man sucht hier nach dem Play auf der Seite von VR. Xin Zhao ist hier und Volibear ist schon Half-Life. Das. Okay, Kill geht an Plank. Kog'Maw sucht nach dem Alistar. Alistar kein Flash, remember? Und der Gratis-Kill in die Tasche vom Beamer. Das lässt man sich auf jeden Fall schmecken. Zumal der Gegner ja selbst die zwei Kills bekommen hat. Anscheinend rusht man hier auf der Seite von Kog'Maw Phantom Dancer. Ich muss zugeben, Kog'Maw Itemization ist gerade überhaupt nicht mein Spezialgebiet. Das ist auch der erste Kog'Maw, den ich. Ah, das stimmt nicht ganz. Ich habe super viele Kog'Maws im Nemesis-Stream gesehen die letzten Tage, aber ich habe nicht wirklich drauf gehabt, was sie gebaut haben. Herald wird hier gezogen und das bedeutet mehr Geld in die Tasche vom Kog'Maw. Und das gefällt mir ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man da eine Opportunity einfach findet, den First Tower dem Kog'Maw zu geben, aber man hat die Opportunity gefunden, sagen wir es so. Mitte muss man sagen, sehen die Trades super gut aus für Pyrate King, Stand jetzt. Und dann lässt er sich von allem traden und der Trade ist wieder even. Treffen und der Trade ist wieder even. Und es ist wirklich der voll ausgebaute Phantom Dancer für den Kog'Maw. Ich schätze, es macht irgendwo Sinn. Ist ein ganz netter Attack Speed Steroid, wie Rageblade das früher war, mit den Stacks. Boah, der gute alte Assassin Warlock Control Mage Tank auf der oberen Linie zeigt Urgot kurz, wo der Hammer hängt. Quite literally. Ist schon ein bisschen eklig. Aber der Laneswap kommt. Da sind noch zwei Platings. Der gierige Kog'Maw will diese zwei Platings haben. Und ich glaube, der Reset war zu spät vom Urgot. Aber Xin Zhao ist ja da. Er nimmt den Farm an. Ja, Kog'Maw muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Aber der Ornn auch. Gleiches gilt auch auf der Botzeit für Xin Zhao. Aber der hat Flash zur Verfügung. Der hat Ult. Das sollte letztendlich kein großes Problem sein. Plates sind gefallen. Sad Kog'Maw Noises. Und Call of the Forge God kommt, um die Wave zu clearen. Aber zu welchem Preis? Letzter Auto, der kommt. Böllabus69 hat einen schweren Unfall. Die Biene sticht. Und 300 Gold in die Tasche vom Kog'Maw. Und ganz auf einmal hat sich die VR-Botlane ganz entspannt mit, was ich. Einschätzt mit einem Goldvorteil aus der Botlane gelöst. Ja, gut, nur 400 Gold, aber mehr Gold ist mehr Gold und wir reden immer noch von Kog'Maw. Dementsprechend geschickt gelöst von VR, an der Stelle auf jeden Fall. Die Botlane von Freiburg kann nicht wirklich Druck auf den Turm aufbauen und Böllerbus war oben viel zu gierig. Jetzt könnte Plan Q allerdings in Gefahr sein.
Ja, vielleicht ist aber auch einfach Five Head auf Exodia in Gefahr. Stormbringer und Flash wird da gezogen. Und Urgot sollte jetzt eigentlich hier reichen, dass Section Zhao nicht mehr in Gefahr ist. Oder doch, vier Leute von Freiburg sind da. Blaskon ist geprockt. Jetzt ist Move Your Mothers allein in Feindesland. Flash in den Crockpit. Und for now reicht das. Pyro King jetzt auch auf dem Weg. Hat es sich anders überlegt oder auch nicht? Ah, ich glaube, wenn Pyro King da ein bisschen mehr Decisive ist, kann man da mehr machen. Ganz knappe Kiste, dass Urgot da noch einen Kill bekommt. Aber der Volibear fällt. Shenzhou und Orianna. Hungrig für mehr. Aber Ornn ist hier mit Full Life. Hat zwar keine Ult zur Verfügung. Das war messy. Das war super messy. Ja, Mitte. Und Anivia Samek. Und weitere 300 Gold. Hier gezogen, um nicht am Tower zu sterben. Aber ich mag die Aggression von der kleinen Biene. Schnell, nein, Autokamera, was ist das? Ist er nicht ein knuffiger Bursche? Und unnormal gefeedet noch dazu. Gut. Erinnert ihr euch noch, wie ich meinte? Mal gucken, wie behind Kog'Maw ist. Wir haben jetzt Minute 16. Und die kleine Sumsebiene ist fast 500 Gold vorne auf die Tristana. Ist noch nicht gestorben. Und das, was ich meinte mit wie viel Peel wird Kog'Maw wirklich bekommen, wird generell, wie sagt man, wird irrelevant, wenn man so ahead ist. Weil Kog'Maw braucht kein Peel, wenn der Volibear ihn nicht töten kann. Wenn der Volibear so behind ist, beziehungsweise Kog'Maw so far ahead, dass Volibear, selbst wenn er den anspringt, von Kog'Maw einfach totgerotzt wird, dann ist das alles vollkommen egal. Schönes Flay, Flash von Alistar mehr oder weniger damit zunichte gemacht. Und die Biene summt weiter. Man hat dafür den Flash vom Thresh expanden müssen, aber Support Flash für Support Flash, denke ich, ist okay. Und man sucht jetzt danach für den dritten Drake zu fighten. Logischerweise. Urgot ist da. Botlane bekämpfen sich noch Ori und Ornn. Und Plank glaubt, den Engel gefunden zu haben. Kriegt aber eine Menge Damage von Tristana. Ult ist jetzt gezogen. Thresh ist bereits tot. Aber noch darf Kog'Maw machen, was er will. Und was er will, ist anscheinend den Alistar killen. Fear Beyond Death feared. Drei Mitglieder von Freiburg. Und jetzt rennt man nur noch davon. Das zu chasen ist auch relativ aussichtslos. Aber der Cloud Drake geht an VR nach dem 1 für 1 Trade. Die HP Bar ist einfach nicht mehr am Start auf der Seite von Freiburg. Und da muss ich sagen, das war super knapp, dass Plank da auch noch stirbt. Also, wenn Tristana da. Vielleicht hätte Autodeckul sogar schon gereicht. Ich kann nicht einschätzen, wie tanky man mit diesem Sauerbild ist. Ich spiele immer Böllerbus. Ah, hold that thought, Midlane. Brotliebhaber! Und das war ein sehr, sehr gönnerhaftes Vollkornbrot, was er sich da reingeschoben hat. Ja, nimmt man mit. Schönes Play. Beide ADCs denken sich, die Solo-Kills auf die Midlaner sind viel zu einfach. ADC Balanced Role. Wie immer wieder sieht. Glaubt euren ADCs nicht in Solo-Queue, die sagen, ADC ist weak. ADC ist nicht weak. ADC ist busted. Das merkt man nur nicht, wenn man nicht lanen kann. Ja, das war, glaube ich, dann auch einfach nur der Respekt-Anker an der Stelle. Ich frage mich, welches Mythic man hier geht, auf der Seite von Kog'Maw. Also, so wirklich fragen tue ich mich das nicht. Kraken Slayer wäre die offensichtliche Antwort. Aber ich meine, man kann auch für Gale Force gehen. Die Frage ist, was Gale Force man hier großartig? Ornn-Ult. Maybe Anivia Stun. Aber wenn du Anivia Stun Gale Force musst, dann hast du halt generell schon versagt, meint ihr nicht? Also, ich denke, das wird Kraken Slayer. Man hat sich auch auf der Seite von Ori für die Anti-Tank-Atomization quasi entschieden, mit dem Liandry's Anguish. Gleiches auf der Seite von Anivia. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das auf der Anivia notwendig gewesen wäre. Hätte ich gern Everfrost gesehen, um den Xin'Zhao noch ein bisschen weniger Spaß am Spiel haben zu lassen. Aber es ist auf jeden Fall kein großer Fehler. Nur persönliche Präferenz an dieser Stelle, vermute ich mal. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich denke mal. Da ist beides perfectly fine. Ja, ist wie angekündigt, dieses Tankbild von Xin'Zhao, Frostfire Gauntlet into Full Tank. Bin ich persönlich nicht so ein Fan von. Liegt aber auch daran, dass die Leute in meinen Solo-Queue Games nichts damit anfangen können. Wenn ich Frontliner als Xin'Zhao. Da wandelt dich lieber, Leute. Korda hat sich seinen Blue Buff gesichert, trotz
erheblichen Einspruchs auf der Seite von Move Your Mother. Und es ist krankensleer geworden. Bei der ADC ist genau die gleiche. Schöner Anivia-Kombo, into Alistar-Kombo. Call of the Forge God vielleicht ein bisschen viel, aber Brotliebhaber schaufelt sich das fünfte Kastenbrot rein und der Baron wird sofort angefangen. Mit Anivia und Tristana sollte man auch mehr als genug Schaden für haben. Die Frage ist, kann Valraven da irgendwas gegen machen? Orianna ist auf dem Weg, Shockwave ist zur Verfügung. Die Frage ist, wann kommt sie? Dreimal Shockwave, sah ganz nett aus und der Kog'Maw lebt und der Kog'Maw gönnt sich und der Urgot gönnt sich. Schöner Pick rausgespielt von Freiburg, aber letztendlich hat man einfach nicht das Gold, nicht die Comp wirklich, um mit diesem Team zu dealen ohne Call of the Forge God. Kog'Maw nicht wirklich unter Druck, Orianna war unter Druck, zieht Stopwatch, Kog'Maw fertigt das einfach ab. Das sieht mir ziemlich gelutscht aus, muss ich sagen. 6k Gold Lead bei 20 Minuten, Baron und Kog'Maw wird nicht schwächer, also soweit, so gut für Osnabrück, Valraven Esports. T1 Mitte kann man dann jetzt, denke ich, nochmal in Angriff nehmen, bevor man resettet, vielleicht sogar noch. Sieht auch so aus, als wollte Pirate King das, aber Freiburger sieht das nicht. So. Jetzt wird halt langsam, muss man ja sich hier langsam die Frage stellen, wie will Freiburg das noch handeln? Man hat auf dem Papier immer noch super gute Zone Control mit Ornn Anivia, aber so wirklich der Backline Access auf Kog'Maw, ich denke, es muss ein Killer Alistar Flank sein werden, eventuell. Hatte der Hexflash? Hat das zwischendurch mal jemand gesehen? Ich glaube, er hat Hexflash, oder? Entsprechend, vielleicht kann man da ein cooles Play machen. Von solchen Plays habe ich da aber nicht geredet, muss ich ehrlich zugeben. Und mit dem nächsten Pick auf Alistar macht man sich jetzt auf den Weg, den Mid-Tier 2, 1 unter Feuer zu nehmen. Wie bei Move Your Mothers am Top Tower. Aber Volibear ist jetzt hier. Das war vielleicht ein bisschen emotional, oder war es das? Immerhin noch 1 für 1 getradet, aber auch super knapp daran, dass es einfach nur ein 1 für 0 ist für Freiburg. Sowas tut dann halt natürlich immer weh, wenn man in der 3 zu 1 Überzahl immer noch diesen einen Kill abgeben muss. Vielleicht gibt es eine Welt. Okay, hear me out. Vergessen wir mal für eine Sekunde Alistar Flanks. Das scheint ja anscheinend nicht so zu klappen. Wisst ihr, was ich stattdessen sehen will? Ich will sehen, wie Brotliebhaber die Biene einfach zermanscht unter seinem Kastenbrot. Ich will sehen, wie er dieses riesige Leib steinhart schon 5 Tage auf Ablage gelegen. Ich will, dass er das nimmt und die Biene damit zerdrückt. Denn Kog'Maw macht zwar eine Menge Damage, aber ich glaube schon, dass die Tristana da durchaus mithalten kann. Urgot denkt, er hat einen Pick, aber vielleicht ist er der Gepickte. Schönes CC-Kombo, die Wall steht und Boilyman gönnt sich den Kill. Gleichzeitig ist jetzt aber der Bot Tier 3 unter Feuer. Mid Tier 2 ebenfalls gefallen. Candy Minion ist da. Chris gönnt sich 2 Tower-Shots, weil warum halt nicht? Orianna darf halt den Tower nicht hitten, weil die Andreas ihr Tower-Aggro gibt. Und der Tier 3 Mitte fällt. Aber Alistar ist drin. Flash-Kombo ist da und Tristana ist auf dem Kog'Maw, kriegt den Shutdown, stirbt aber quasi im gleichen Moment an dem Kog'Maw. Und jetzt versucht VR hier noch mit dem Leben davon zu kommen. Pirate King down. Ich bin mir nicht sicher, ob Plank hier davon kommt. Ich glaube, die Antwort ist tendenziell eher nein. Five Head auf Exodia gönnt sich seinen zweiten Kill des Games. Und da wollte man den Tier 3 ein bisschen zu hart. Ein bisschen zu hart. Nun gut, man hat immer noch eine Menge Gold bekommen. Hat man die T3 Bot bekommen? Das sieht. Ja, hat man auch bekommen. Okay, dann ist das vielleicht doch ein bisschen weniger Fiasko, als es erst den Anschein hatte. Aber man ist auf jeden Fall gierig geworden auf der Seite von OSGG. Vielleicht hätte Brotliebhaber da noch ein kleines bisschen mehr machen können. Hat er die Hits schon zur Verfügung? Wer weiß, ist ja auch egal. Versteht, er hat den dicken Shutdown bekommen. Und ist jetzt auf dem Weg zu Lord Dominix. Meanwhile, Kog'Maw baut eine Vori Quickblades.
Kleines Update für die Leute, die sich nicht mehr erinnern, was es ist, weil es niemand baut. Das ist quasi Spear of Shojin nur auf Crits. Wenn du crittest, kriegst du Cooldown Reduction auf deinen Basic Abilities. Ist jetzt auch fertig. Ich hover da einmal drüber. Das sind 20% vom übrigen Cooldown. Interessantes Item. Hat halt einfach wenig Champions, die das bauen. Ist Core auf Tryndamere mehr. Anscheinend ist es ja auch gut auf Kog'Maw. Ich sehe wohl warum. W-Cooldown reduzieren ist auf jeden Fall nice. Und ich meine, es hat auch schon 30 Inbuilt Haste. Das ist auch nicht wenig. Auf jeden Fall nicht wenig. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob man da nicht eher, keine Ahnung, MR hätte bauen können? Ich meine, bis auf Tristana ist das größtenteils Magic Damage Burst, was hier am Start ist. Mit dem Orden. Also ich denke mal, also auf jeden Fall die wahrscheinlich die beste offensive Variation hier. Ja, mal schauen. Ja, Botlane Ori gegen Ornn, das ist noch langweiliger als Urgot gegen Ornn. Toplane betätigt Anivia wiederholt den R-Knopf und annihiliert Minion Waves. Ja, die Frage ist, passiert hier noch irgendwas, bis der Baron spawnt? Und um ehrlich sein, sollte es nicht der Fall sein. Bienenhyper ist auf der Suche nach Leuten zu stechen. Alistair? I mean, überraschend gut, schätze ich, aber. Alles lief besser, als ich zuerst gedacht hätte. Aber ob es das letztendlich wert ist, zumal man auch noch Call of the Fortress gezogen hat, anscheinend eher nicht. Inhib 1 fällt, Inhib 2 sollte auch fallen, Anivia ist einfach viel zu weit weg. Und Kog'Maw fängt an, gegen den Inhib zu kotzen. Ah, jetzt will er doch eher Minions. Gierige ADC-Spieler. Volibear sucht den Engage, Chem-Tank ist an, Ulti ist gezogen. Das war schöner Damage, aber er war instant gestunt. Wovon, frage ich mich? Vielleicht von der Urgot, ey. Pfeifert auf Axodia ist down, Brotliebhaber ist down. Und wenn Corda hier nicht noch ein Miracle performen kann, ist das, glaube ich, gelutscht. Yep, Boilyman spawnt und Boilyman geht wieder in die Fountain. War anscheinend schön da. Dementsprechend. Jetzt Corda gegen die Welt. Oder sollte ich eher sagen, gegen die Minion Waves. Aber Siege Minion ist in Mitte da. Ein weiteres kommt auch durch die Botlane Wave rein. Ah, nevermind, noch nicht. Und auf der Seite von VR zieht man sich jetzt zurück. Baron ist am Leben und Plank Q hat ihn bereits auch schon angefangen. Dementsprechend wird das jetzt hier, glaube ich, einfach Baron into Base. Das erste. Ja, ist das erste Horn-Upgrade, richtig? Also außerhalb seines eigenen. Ist jetzt fertig. Fragwürdig, dass man das Anivia gibt, bin ich ehrlich. Das hätte ich viel, viel lieber auf der Tristana gesehen. Aber naja. Baron fällt an VR. Drake ist für beide Soul Point. Ist on the table. Ah, okay, nochmal. Er konnte. Ah, er ist jetzt direkt Level 15 geworden. Okay, dann macht's Sinn. Er hat jetzt beide Upgrades gegeben. Ja, man macht sich jetzt hier auf den Weg Richtung Cloud Drake. Move your mother ist vielleicht ein bisschen zu früh. Hook geht daneben. Man versucht hier auf dem Kinsara zu engagen. Das scheint auch soweit ganz gut zu klappen, aber der Flash Away kommt. Ah, schöne Lantern und fragwürdiger Flash auf der Seite von Fra. Ja, Undead. Ganz nette Shockwave. Oh Gott, Ulti geht allerdings wide, aber. Ja, ich denke mal mit drei tot. Sehe ich wenig, wie Corda und Brotliebhaber hier noch das Spiel halten wollen. Aber ist noch nicht aller Tage Abend. Ich will es nicht jinxen. Bläh, 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 bläh. Ori geht ins Eck. Brotliebhaber kann noch für den Urgot traden, wird aber gehuckt, aus dem Jump rausgezogen. Nexus Tower fallen und damit steht es 1-0 für Osnabrück, weil Revenue Sports. Woo! Heads up! Falls es irgendjemand interessiert, droppe ich euch nochmal kurz die Damage Stats. This is the one. Yes. There we go. Ja, Brotliebhaber hat es versucht, aber
Die Biene war einfach außer Kontrolle, die hat einfach gestochen, was sie wollte, wann sie wollte und wen sie wollte. Und das, obwohl Bienen eigentlich sterben, nachdem sie stechen. Also faszinierend, wie die Biene das geschafft hat. Gut, ich habe noch keinen Invite für die nächste Lobby. Also denke ich mal, dass es die auch noch gar nicht gibt. Ich würde euch einfach in den Pausenbildschirm schieben. Kurzen, einen entspannten machen. Und euch dann für den Draft von Game 2 wiedersehen. Ich habe das so formuliert, als wäre es eine Frage, aber eigentlich ist es absolut keine Frage. Ich mache das jetzt einfach. Also bis gleich. Don't touch that browser. In hoffentlich wenigen Minuten geht es weiter mit Valorant Esports gegen Freiburg. Bleibt dran und bis gleich. Thank you.
Diesmal ohne große Introduction sind wir auch schon im Draft für Game 2. Es gibt übrigens auch nur zwei Games. Also holt man sich hier das nächste 2-0 oder kann Freiburg Esports Academy jetzt zum 1-1 ausgleichen? Finden wir es heraus nach dieser Pick and Ban. Der Echo-Ban bleibt bestehen. Immer noch kein Fan davon, aber man wird es besser wissen. Ich sehe es auf Blue Side ein bisschen mehr als auf Red Side. Also wäre lustig, wenn man jetzt den Salty Runback sehen würde. Also dann auf der anderen Seite Seraphine, Lulu Jin und was hat er auch so gemacht? Echo. Jetzt lass mich kurz in meine Notizen schauen. Echo, Diana. Was war das letzte? Jinx. Jinx, ja. Jinx war das letzte. Okay, nein. Man nennt den Kog mal raus. Anscheinend. Okay, aber vielleicht sehen wir dann. Hoho, Hyper Jin? Poggies? Ja, also ich sehe wenig Grund auf der Seite von VR groß die Bans anzupassen. Okay. Hatte man eben Shen. Ja, Shen hat man eben erst in Rota 2 gebannt, richtig? Yes. Dementsprechend ist jetzt Jinx offen. Und ich denke, ist ein schwieriges Thema, aber ich gebe mein Bestes, dass wir jetzt einfach Jinx First Pick sehen. How good am I? How good am I? Prediction Lord. Mit einer ganz großen Null. Ja, auf der anderen Seite haben wir jetzt den Urgot rausgehauen gesehen. Das bedeutet, Jhin ist zur Verfügung, aber das Jhin OTP hat bereits gepickt. Brotliebhaber hätte wieder die Chance, hier Tristana zu gehen. Ich glaube, man könnte hier Orianna securen, aber man entscheidet sich für Lulu. Okay. Anscheinend war man nicht so. Nein, halt, stopp. Ich wollte gerade Boilymans Alistar Flame. But wait, there's more. Das kann Midlane Lulu sein. Das wurde ein paar Mal gebufft. Das sieht man ab und zu in Solo-Queue. Ich will es nicht ausschließen. Zumal Boilyman eher der Engage-Spieler ist. Also vielleicht leben wir in der Welt, in der man hier Midlane Lulu spielt. Ein Engage-Support. Yes! Oh! Two out of two in Predictions. How good is this, man? Okay, anyway. Das bedeutet dann, man ist quasi verpflichtet hier auf R3 den ADC zu picken, um halt noch das Beste vom übrig gebliebenen ADC-Pool für diesen Plan quasi abzuholen. Oder man spielt so was wie Kindred Jungle. Auch eine coole Option. Bin mir aber nicht sicher, inwiefern das in Five Head of Exodias Champion Pool ist. Ich dachte, to be honest, auch, dass der eher ein Mitspieler wäre als ein Jungler. Aber naja. Morgana. Ja. Kein großer Fan von, wenn man das nicht im Jungle spielt, persönlich. Aus dem ganz einfachen Grund. Das macht einfach. Der Pick macht einfach nichts in der Lane. Und so wirklich hart hindert der Thresh auch nicht daran zu engagen. Plus, Thresh Engage ist zwar schön und gut, aber eigentlich pickst du den heutzutage für Safety, für mobile ADCs. First and foremost. Okay, Caitlyn. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Bin ich ehrlich? Ich habe hier jetzt irgendwie was Splashigeres erwartet als Caitlyn. Aber hey, vielleicht hat Brotliebhaber nichts Spicigeres mehr zur Verfügung. Na, auf der anderen Seite, man targetet jetzt Toplane. Ich denke, man wird auch noch einen zweiten guten Blindpick einfach bannen. Sion, maybe. Und dann den Counterpick für Böllerbus 69 aufheben. Nice. Auf der anderen Seite, man hat schon wieder den Tryndamere mehr gebannt. Vielleicht gibt es sogar eine Welt, in der man als weil Raven sagt, okay, komm, wir bannen Sion. Und weil es sind noch beide Solo-Lanes verfügbar für Freiburg Academy. Dementsprechend gibt es eine Welt, in der man sagt, man bannt hier jetzt Sion, denied den Safe Blind Pick für Top. Weil die Anivia hat ja nicht wirklich juckt. Oder man bannt hier Anivia, weil man nicht mehr die Orianna hat. Aber man bannt Malphite. Also anscheinend scheint man nicht daran zu glauben, dass man Böllerbus 69 den Last Pick gibt. Sondern er scheint eher für Corda geplant zu sein. Ich muss sagen, außerhalb des Echos sehe ich nicht so super viele
gute Counter-Pick-Champions in dem Pool, den ich aus der Solo-Queue recherchiert habe. Weil ich bin blöd, die haben schon Lulu. Lulu muss einer der Solo-Laner sein. Okay, zurück auf Anfang. Man pickt hier natürlich den Jungler und hebt sich entweder Mitte oder Top-Lane auf für den Counter-Pick. Welche dieser beiden Lanes das ist, ist allerdings noch offen. Ich meine, das habe ich nicht falsch. Upsi Daisy. Gut. Wir suchen eventuell Mitte, vielleicht Support, wenn das Morgana Mitte ist. Will man ja auch nicht ausschließen. Und es ist nicht der Corki ist gepickt. Damit hat jetzt haben wir jetzt zwei Hypercarries. Dann würde ich jetzt mal vermuten, dass man hier für Sion oder was Vergleichbares geht. Denn was hier auf jeden Fall noch fehlt, ist Reliable Engage. Xin'Zhao, der reinrennt, ist nicht unbedingt der Premium Engage, den man hier vielleicht noch braucht. Sion hatte den kleinen Nachteil, dass Javin ihn einfach immer ulten kann, wenn er ultet. Sieht sehr lustig aus für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Aber man pickt einfach den Orden, okay. Jetzt der Augenblick der Wahrheit. Ist es Lulu Mitte oder ist es Lulu Top? Wen halte ich eher für einen Lulu-Spieler von den beiden? Oh yes, okay, es ist also Corlys Viego wahrscheinlich. Ah, snip snip. Okay, ich bin ein bisschen disappointed, dass wir jetzt nicht Viego sehen. Aber ich kann mit Yone leben. ja, Top Lane wird quasi genauso boring wie eben. Nur, dass Ornn wirklich gar keinen Kill Pressure auf Lulu hat. Den Urgot kann man noch umbringen, wenn der irgendwie Fehler macht. Du tötest Lulu nicht als Ornn. Also, da muss Lulu schon komplett mit dem Kopf gegen den Bildschirm rennen und danach bewusstlos werden, damit das was wird. Team-Comp-wise, die kommen von Freiburg Academy. Sieht so ein bisschen aus wie so Straight Outta Solo Queue. Jarvan sieht man kaum noch. Yone so ein Klischee Solo Queue Pick. Ja, Lulu top. Da wurde der Support Main autofilled. auf jeden Fall eine sehr, sehr ungewöhnliche Team Comp. Und irgendwie passen die Teile für mich nicht ganz zusammen. Thresh Kayle ist jetzt nicht so eine super starke Lane-Kombination. Beide in einem Vakuum halt gut, aber die so richtig Synergy sehe ich da jetzt nicht. Klar, Leute in Traps flayen. Wenn Thresh hookt, ist relativ predictable, wo die hingehen, weil sie halt gehookt sind. Duh. Aber ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das reicht, was man hier gedraftet hat. Denn auf der anderen Seite, der Draft von VR, das ist halt quasi der letzte Draft nochmal. Nur halt Jinx anstatt Kog'Maw. Ah, Corki hat ein bisschen weniger Lane Agency als Orianna. Von daher, vielleicht ist das was, was man angreifen kann auf der Seite von Freiburg Academy. Jarvan Yone ist, denke ich, schon in der Lage, Corki zu punishen. Zumal Corki irgendwie 16 Sekunden Cooldown hat oder so. Wenn er das mal in der Lane defensiv benutzen muss und Jarvan gerade in der Nähe ist, dann kann da wohl auch gut Bus gebaut werden. Aber ich überlasse euch jetzt wieder 2 Minuten der coolen EDM-Musik, die man on-stream spielen darf. Yay. 1,40 Delay noch. Mal gucken, ob die wieder instant pausen, dann dauert es ein bisschen länger. Don't touch that browser. Ich bin demnächst wieder da.
So's. Ich musste gerade noch einmal kurz was fixen. Dementsprechend sind wir jetzt noch ein paar Sekunden weiter hinterher sonst. Aber wir sind wieder da. Kann es sein, dass der Stream im Pause-Mode ist? Ja, der Stream ist im Pause-Mode, weil ich pausiert habe für den Spectator-Delay. Imagine DMs zu kriegen, obwohl ich eigentlich den Chat aus habe. Weird Champ. Fucking Weird Champ. Na egal. Gut, Knut. Was erwarten wir jetzt? Level 1? Eigentlich nichts. Wahrscheinlich dieselbe 5-Point wie das letzte Mal. Einmal hier die beiden swappen. So. Man hatte mir gesagt, das Overlay war letztes Game komisch. Aber ich sehe es halt nicht so groß. Ich kann es halt nicht fullscreen in Streamlabs vernünftig. Also das sieht bei mir okay aus. Ja, ansonsten, wenn das immer noch so ist, habe ich schon gesagt, dann muss man mir das danach nochmal sagen. Dann kümmere ich mich. Nach dem Game. Guti. Warum ist der Chat jetzt da und das ist Game nicht? Ich bin keiner disgusted, ehrlich gesagt. So. Die Vasallen sind erschienen. Jörg schon sagt, Ward geplaced, ist Base gegangen, hat sich Super geholt. Gleiches auf der Seite von Fivehead auf Exodia. Okay, spicy. Fivehead auf Exodia hat Guardian dabei. Das ist so ein Ding, das poppt immer mal wieder auf. Gibt so einen amerikanischen Jungler, Nidhogg heißt der, der da ein sehr, sehr großer Fan von ist. Man hat da halt so ein Super Turbo Full Tank Teamplay Jarvan Bild mit zusammengebastelt. Bin ich jetzt persönlich nicht so der größte Fan von, aber geschenkt. Und wieder sehen wir den Gamera und Start. Und diesmal hat Freiburg den Jungler, der in der Lage wäre, ein Cheesing Gank zu machen. Wieso ist die 1 jetzt so auf? Okay, warte. Gleich, wenn das Early Game vorbei ist. Xin Zhao ist auf der Suche nach dem Midlane Gank. Die Frage ist und bleibt natürlich, kriegt er den auch? Jon ist nach vorne gegangen, Flash gezogen, Flash beantwortet. Und Xin Zhao geht wieder. Mir ausgesprochen uninteraktiv. Das jetzt mal. Man sieht aber direkt, die Lulu hat nicht ganz so viel Druck auf den Ornn, wie der Urgot es eben hatte. Ist aber, wie gesagt, um einige schwieriger umzubringen und die Utility darf nicht unterschätzt werden. Vor allem, wenn eine Vione drei Leute ultet und dann von Lulu geultet wird. Die Knockup-Chain schmeckt anders. Ich mache jetzt einmal kurz die 1 richtig, weil mich das sehr, sehr stört. Warum die jetzt nicht mehr so war, wie sie es vorhin sein sollte. Oh mein Gott, ich habe einfach eine viel zu hohe Maus-Sense dafür. Crazy. Na, ist nicht perfekt, aber es ist besser. In der Meantime, Mitte, harte Trades zwischen Corki und Yone, aber so wirklich langfristig passiert da nichts. Botlane wird die Jinx Morglane reingepusht. Ich denke, damit ist man ganz zufrieden. Und wie letztes Game erwarte ich, dass Early nicht so super viel passiert. Und das, was ich letztes Game Toplane erwartet habe, nämlich den Jungle Clash, da war ich dieses Mal auf der Mitte. Ja, Ornn tradet ein bisschen, wird gepolymorphed, kriegt noch ein paar Auto-Attacks. Wir sehen Fast Rush auf der Lulu. Bin mir nicht sicher, ob man da nicht auch einfach hätte Airy gehen können. Macht ein bisschen extra Damage. Gibt ein bisschen extra Shield. Einfach overall finde ich das persönlich ganz nett. Die paar Male, die ich Solo in Lulu gespielt habe, hat sich das eigentlich immer ganz lecker angefühlt gegen Melees. Aber ich bin mir sicher, Belabor 69, nice. Wird sich dabei schon was gedacht haben. Jarvan geht jetzt für seinen ersten Base. Xin Zhao sucht nach der Lulu. Die steht sehr, sehr gefährlich gegen Ornn. W sitzt, Flash ist gezogen, aber das reicht nicht. First Blood geht an Move Your Mothers. Der sich auch im Gegensatz zum Ornn letztes Game für Spellbreak entschieden hat. Black Shield viel zu spät. Zwei CCs kommen durch, bevor das Black Shield da ist. Und Heal muss expandet werden, damit Chris nicht am Ignite von Boilyman stirbt. Schön gespielt von der Seite von Freiburg Academy. Und da war man einfach zu langsam auf der Seite von Chris. Schön angetäuscht vom Boilyman, den Hook auf den ADC. Und hat sich dann die Morgana da unterm Nagel gerissen. Mit dem ersten Kill Toplane frage ich mich, ob man nicht vielleicht darüber nachdenkt, vor Level 6 Lulu einfach zu Repeat ganken und immer wieder umzubringen. Denn klar, die brauchen nur in Anführungszeichen Utility-Items, aber auch die kosten Gold. Und Ornn ahead zu bringen, auch wenn der jetzt wahrscheinlich nicht 1 gegen 9 hier spielt, lässt man sich doch trotzdem gefallen, wenn man OSG-Fan ist. Allerdings wurde Action Sao hier jetzt beim Counter-Jungle erwischt mit runtergelassener Hose und Kill für Yone,
Das ist der Moment, an dem man an Corkys Stelle Folgendes macht. So, ihr habt's gesehen. Aber nicht zu Hause nachmachen. Toplane sehen wir weiter. Dermaßen uninteraktive Trades. Mitte wird dann jetzt sehr interessant mit dem ersten Base. Jone hat die Lead da bekommen. Und es ist nicht auszuschließen, dass Corki da vielleicht auch manchmal sterben könnte. Man versucht Toplane zu freezen. Kriegt jetzt den Trade aber in der Wave und wird gepolymorphed. Wenn Ornn da 6 wäre, wäre das gefährlich. Aber so wird er einfach auf dem Weg draußen von Lulu weiter mit Outtakes traktiert. Aber Xin Zhao ist da. Da ist kein Ward. Lulu hat kein Flash. Let's go. W sitzt. E ist da. Supdidup. 3 Auto-Attacks. Zack. Plank. Gönnt sich. Kill Nummer 2 auf die Lulu. Gleichzeitig hat Five of Exodia allerdings den Drake gesolot. Mit der Prio seiner Botlane. Dementsprechend geht wieder der erste Drake an Freiburg. Die Frage, die ich mir jetzt allerdings stelle, ist Yone Solo-Kill Question Mark? Er hat keinen Ignite, aber er ist Level 6. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen aggressiveres Play von ihm sehen. Denn letztes Game, ja, die Anivia war okay, aber so richtig viel gemacht hat die jetzt nicht. Und ich denke, da muss Cord auf jeden Fall einen Gang hochschalten, wenn er in diesem Game mehr Erfolg haben will. Ornn ist Level 6. Ich glaube, da hätte man auf der Seite von VR einfach die Lulu angehen können. Entscheidet sich aber dagegen. Plank wird jetzt voraussichtlich eher seine Camps nehmen wollen. Red Buff für beide Jungler wieder gespawnt. Jarvan auch auf dem Weg dahin. Und vielleicht sieht man dann ja den Gank auf diesem Corki. Boah, ich muss irgendwie mal Flüssigkeit in meinen Hals befördern. Oh, der Käse. I like it. Caitlyn läuft in die Traps, aber Thresh ist jetzt hier. Aber die Lente wird gar nicht gebraucht. Und im 1v2 bleibt der Brotliebhaber eiskalt, tradet zurück. Hook sitzt. Und Chris hier ist raus, aber Chris ist dead. Flash nach vorne von der Caitlyn. Madame's Lethal Tempo ist jetzt an. Zwei Autodecks von Jinx. Heal gezogen vom Brotliebhaber und Hyper stirbt. Es fing so schön an mit dem Käse, aber Brotliebhaber bleibt eiskalt, nimmt nicht die Lantern, feuert zurück. Und da ist Divi, aber Botlane auf einmal tot. Schöne Sache, Brotliebhaber. Der ist immer noch sauer vom letzten Game, dass der Kog'Maw durch das Makro so fett geworden ist. Oh, der Face-Check. Ohohoho. Ohohoho. Flash vom Thresh, der wollte wohl Lantern, aber die Lantern lag viel zu weit hinten. Flash nach vorne von Xin Zhao. Oh, okay, Boilyman, der Hook war wichtig. Schöne Sache, da auf jeden Fall. Und auf einmal ist die Goldie wieder auf der Seite von Freiburg. Und ja, gut, Boilyman hat jetzt 2 von den 3 Botlane-Kills bekommen. Aber Brotliebhaber ist wieder im Game, hat eine 35 CS-Lead. Wird jetzt ein bisschen weniger, weil Jinx eine Wave kriegt, aber man muss ja auch ein bisschen Hype generieren. Yone zwar mit kein CS-Lead, hat aber den Kill, hat ein Plating. Leider hat Corki Package. Ich denke mal die ganze Zeit, bau mal richtig Bus, Jone. Bau mal richtig Bus. Ja, Pfeifert auf Exodia. Nicht so wirklich aktiv im Ganken, aber sehr aktiv darin, Objectives zu nehmen. Hat den ersten Drake, kriegt jetzt den Herald. Und das gegen Prio in Top und Mitte. Das ist bitter. Das darf dir eigentlich nicht passieren als OSGG. Jetzt war Rave eSports. Osnabrück war Rave eSports. So oder so. Das darf dir nicht passieren, dass dir der Jarvan da einfach unter der Nase den Hörfakt nimmt. Aber man sucht jetzt anscheinend nach dem Dive oben. Corki Package läuft jeden Moment aus. Ist noch benutzt. Hier kommt die Ornult. Call of the Forge God. Flash away bringt gar nichts. Und Planku gönnt sich 220 Gold auf Böllerbus 69's Nacken. Und der Lulu-Pick sieht jetzt nicht so gefährlich aus. Wird hart abused von dem Xin Zhao. Dreimal gegankt worden, dreimal gestorben. Und wie schon gesagt, auch Utility-Items kosten Geld. Und der Ornn hat um einiges mehr Geld. Jetzt als die Lulu. Wird auch auf nähere Zeit noch haben. Plank kann sich nicht entscheiden, ob er Plates und Turret-Shots nimmt. Geht jetzt aber zurück, wird das Plating dann noch bekommen, denke ich.
Und ja, irgendwie ist mir der Jone zu still. Der soll mal ein bisschen Action machen. Es steht, glaube ich, gerade die Raptors. Hast du immerhin eine schöne Tendenz da? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit rausgezoomt. Kann das? So ist besser. Ja, und Jinx kann Botlane quasi nur mit ihrem Zappy-Zapp farmen. Yone sucht und er findet nur Damage in sein eigenes Gesicht. Ja. Soll ich passieren? Tut jetzt nichts. Oh, ich habe vergessen, die Timer anzumachen. Ups, die Daisy. Nächster Drake kommt ab. Und Jarvan ist bereits auf der Hälfte der Map. Aber Plan Q ist nicht bereit, drei Objectives back-to-back abzugeben. Ja, Toplane ist weiter interaktiv, schätze ich. Man pusht jetzt hier aggressiv rauf für die Vision. Jarvan und Xisao finden sich. Und der Jarvan hat quasi keine Combat-Rune. Corki ist jetzt da, hat aggressiv gewählt. TP kommt rein von der Lulu. Jarvan immer noch am Leben. Das Morgana Binding über die Wall. Wo ist Jinx Ult? Jinx Ult immer noch zur Verfügung, noch nicht gezogen. Jarvan hat einen schönen Reengage gefunden. Schöne Ult. Aber Thresh geht als erstes down. Shutdown für die Jinx. Yone fliegt erstmal drei Screens zurück. Lulu kann noch den Corki traden. Aber overall ein 3 für 1 für die Seite von VR. Und da muss man sich fragen, warum Yone so spät zum Fight war und nur ja, so wenig Impact hatte. Die Botlane von Freiburg und der Jungle von Freiburg waren eindeutig auf dem Kurs, okay, wir pushen das jetzt raus, wir pressuren unsere Lane, etablieren Vision und wir draken. Und Yone war einfach nicht auf derselben Page. Die Caitlyn jetzt wieder alleine, erwischt, aber hohoho, schöner Sidestep vom Brotliebhaber. Heal war nötig mit dem Movement Speed, aber ja, und wieder überlebt er in 1v2. Also Brotliebhaber ist sehr, sehr wütend über das, was auf dem Rest der Map passiert, habe ich das Gefühl. Ich frage mich, was Böllerbus da jetzt baut. Also, duh, Support-Item, aber welches? Denn unser allseits geliebter Moonstone Renewer wurde vor zwei Patches genervt, wurde ein bisschen gebufft wieder, aber also zumindest auf Sona weiß ich, ist der immer noch bad. Das ist der einzige Enchanter, den ich spiele, aktiv. und I mean, Shureyas ist sehr, sehr gut. Aber braucht diese Teamcomp Shureyas? Die andere Frage. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Herald ist jetzt gezogen, da casht man noch ein paar Plates ein. Keine Ahnung, warum der Jarvan da weit weg steht. Er kriegt so oder so die Plates. Da hätte er der Thresh weggehen sollen, wenn das für Gold'sha war. Okay, Yone, jetzt, los. Yes. Yes. Go. Go, Yone. Get him. Wunderschön. Ja, da ist man 12 Minuten lang super defensiv im 1v1 als Corki und denkt sich dann so, okay, jetzt kann ich mir gönnen. Der hat kein Ult. Vollkommen egal. Yone schlägt ihn erfolgreich zusammen. Und eine weitere genüssliche Wave für den Jungler. Oh, Yone ist interessiert. Reicht. Oh mein Gott, Korda! Schöne Sache. Zwei Back-to-Back 1v1 Kills für den Yone. Und das gefällt mir schon um einiges besser als seiner Anivia letztes Game. Ja, Böllerbus 69 muss nur aufhören zu feeden. Dann kann Freiburg hier vielleicht noch den Ausgleich holen. Caitlyn hat jetzt ihr Item fertig, hat sich für Kranken Slayer entschieden. Macht, denke ich, Sinn gegen Double Tank. Ein Early Nightswarf von Thresh. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, aber vielleicht gar nicht so schlecht. Caitlyn macht eine Menge Damage, aber stellt sich Morgana genüsslich zwischen. Keine Gefahr, dass Jinx da an der Ult stirbt. Hook geht weit. Ja, was ich gerade sagen wollte, dieser Nightswarf First, das sehe ich, um ehrlich zu sein, zum ersten Mal. Also, mein letzter Stand war, dass Nightswarf seit den Changes, seit ich das nicht mehr hielt, also mit dich meine ich den Support, dass das meistens nicht mehr so worth it ist, das zu bauen, zumindest nicht so früh. Drittes Item vielleicht, viertes, okay. Aber tendenziell First Item, Pre Mythic, ich weiß nicht. Also ich habe ein paar Thrashs gesehen, die haben Deadman's Blade vor Mythic gebaut, aber na, wir werden ja sehen, wie gut das weiterläuft. Wir behalten mal im Auge, wie viel Damage das letztendlich redirecten kann, das Item. Und ich meine, so dive-heavy ist die Comp ja auch gar nicht von USGGWA. Man kämpft jetzt hier ums Raptor Camp, also wirklich passieren tut da nichts.
Und es ist der Monster Renewer geworden. Okay. Das behalten wir auf jeden Fall auch im Auge. Das Healing davon auch nicht mehr so krass, wie es gewesen ist in Patches vergangener Tage. Plus die Passive ist, gibt kein Haste mehr. Das war, denke ich, der größte Unterschied. 10 HP sind aber immerhin mehr Healing. Thresh relativ alleine gewesen, aber Flash sollte die Situation da entschärfen. Und Caitlyn ist ja auch noch da. Okay, Yone hat mittlerweile. Der Jarvan hat auch Locket erstes Item gebaut. Das erklärt aber, warum der Thresh kein Mythic gerusht hat. Wie gesagt, ich persönlich hab zwar auch Full Tank Jarvan viel gespielt, aber habe immer andere Items gebaut. Ich sehe wohl irgendwo, warum wir das machen. Okay, Caitlyn. Sehr, sehr aggressiv, nur um dann wieder sehr, sehr defensiv zu sein. Aber zurück zum Jarvan-Item. Ich sehe wohl warum. Das Einzige, was ich daran nicht sehe, ist, er hat nur einen richtigen Dive-Buddy, nämlich den Yone. Und Locket nur auf sich und Yone sollte nicht worth it sein, denke ich. Also ich glaube, da wäre man besser beraten gewesen mit einem der Cinder-Items. Aber wir werden ja sehen, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Man hat Herald gemacht. Habe ich irgendwie komplett verplant. Binding sitzt auf dem Yone. Jarvan engaged, aber Yone ist immer noch CC'd. Schön Ulti in die Backline, wird direkt aber zurückgeflippt von seiner E. Wo ist Jarvan? Irgendwo im Niemandsland. Corki, super low, aber untouched. Jetzt kann Caitlyn ihn finishen. Caitlyn gegen die Frontline. Hat sie den Damage? Sie hat noch ihre Lulu. Sieht aktuell nicht so aus, als hätte sie den Damage. Kann auch Ding Shen Zhao töten. Aber Jinx ist very, very excited. Aber der Elektroschocker geht daneben. Und ein weiterer, doch relativ überzeugender Teamfight-Sieg für die Seite von OSG. Und Freiburg schafft es einfach nicht, VR mit ihren Goldsäcken umzuboxen. Das ist der zweite Fight back-to-back, den man im Golddefizit auf der Seite von VR nimmt. Und beide doch relativ deutlich gewinnt. Der jetzt nicht so deutlich wie der letzte. Aber, und diesmal sah es ja auch gar nicht so schlecht erst aus. Ich denke, das Hauptproblem war, wie lange der Yone da in Place gehalten wurde von erst der Morgana und ich glaube, dann war es ein Ornock-Up. Irgendwas hat ihn auf jeden Fall nochmal getroffen. Vielleicht auch einfach Morgana Q und dann Ult. Ja, die Yone Shutdown hat leider Action sauber bekommen. Wie Raxo bereits identifiziert hat. Ärgerlich, aber man baut ja auch schon am, am Lethality-Item. Das wird aber dann Serpent's Fang, right? Alles andere macht keinen Sinn. Das einzige andere Lethality-Item, was man aus Pickaxe und Dirk baut, ist Ghostblade. Und das wäre Turbo-Trolle, right? TP hier jetzt gezogen von Move Your Mothers in der Hoffnung, Ding Shen Zhao zu beschützen. Relativ erfolgreich. Call of the Forge God. Oh. Eieiei, Move Your Mothers. Da müssen wir nochmal ins Practice Room. Anyway, Happens sind ja auch alles nur Menschen. Ja, Yone Counter-Jungle genüsslich den Red-Buff, nachdem er die Bot-Wave rausgepusht hat. Der ist immer noch strong. Die Caitlyn ist immer noch strong. Die Faktoren, die aktuell nicht funktionieren für Freiburg, ist die Frontline. Jarvan stirbt, Lulu schafft es nicht wirklich ihn am Leben zu halten. Und Thresh macht auch nicht so wirklich super viel. Herald ist gezogen, an der Seite Skirmish der Yone mit dem Ornn. Macht dem auch schon beachtlichen Schaden, wenn man ehrlich ist. Aber, so, okay, was passieren tut hier dann doch nicht mit dem Herald. Ich gucke mir mal die Zahlen hier an. 140 Damage. Ja, ich meine, das hat 447 Damage geblockt. Plus 130 von der Passive. Das ist not bad. 420 Healing, 140 Shielding. Ja. Wird natürlich noch mehr. Also, das Locket hat schon überraschend viel gemacht, dieses Game, behaupte ich jetzt mal. Also, mehr als ich gedacht hätte aus den einen Fight, in dem man das hatte. Es hat ja anscheinend nicht gereicht. Es hat ja anscheinend nicht gereicht. Corki rampt aber natürlich immer noch erheblich ab. Und da muss man sich dann halt langsam fragen, wenn Yone dann nicht super gute Engages auf die Double Carry Backline trifft, ob dann nicht einfach Jinx Corki mit dem Spiel davonlaufen. Ich meine, wenn einer von den beiden stirbt, kann der andere einfach übernehmen. Und wenn keiner stirbt, naja. Oh, süßer Poro.
Gut, Kinsaro geht jetzt bei S. Das bedeutet wahrscheinlich jetzt ein Service-Fängerich. Da ist er. Sehr schön. Shield Reaver ist da. Macht auf Kinsaro auch am meisten Sinn. Die kann super gut AOE spreaden. Und ja, Lethality ist jetzt nicht der schlechteste Stat. Man baut ja auch Eclipse, wenn man ein Solo-Cube-Gamer ist. Schließt jetzt kommen jetzt auch durch. Zweites Item für den Yone. AI ist fertig. Lulu auf dem Weg zum zweiten Item. Könnte alles Mögliche werden. Ich vermute mal, dass das Ardent wird. Rapid Fire Cannon auf Caitlyn finde ich jetzt nicht so schön. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wie sagt man, dass also normalerweise brauchst du ja Rapid Fire Cannon, wenn du halt so andauernde Siege-Szenarios hast und dann halt mit den regelmäßigen Rapid Fire Auto-Attacks halt poken kannst. Aber so wirklich siegen kannst du mit dieser Comp nicht, finde ich. Also, der Yone passt halt irgendwie überhaupt nicht ins Bild für einen vernünftigen Siege. Und der Disengage ist jetzt auch nicht so super stark von der Seite von Freiburg Academy. Dementsprechend hätte ich mir da wahrscheinlich eher Phantom Dancer gewünscht oder vielleicht sogar direkt Lord Dominix. Denn wie wir letzten Teamfight gemerkt haben, das Hauptproblem war halt, den Ornn und den Shinsao umzubringen. Die Squishies tötet man danach als Caitlyn einfach über Range. Naja. Morg hat sich für Shureyas entschieden. Das kann ich nachvollziehen. Habe ich da gerade einen Ignite gehört? Nee, was war das? Huh. Egal. Caitlyn Auto-Attack Minions 2 Electric Boogaloo. Ah, die Party kommt Botlane, aber Corda riecht das. Oder auch nicht. Schöner Dodge mit der E. Er sollte da jetzt rüber ulten über die Wall. Ohoho, hat man sich in den Weg gestellt. Flash ist gezogen. Call of the Forschung zu genau. Dash rüber. Kann den Kill sichern. Caitlyn macht gar nichts. Danke, Heightened Senses. Und jetzt ist Corki mit dem Package da. Uhuhu, das war ein schönes Package, aber auch direkt die Retourschelle von der Caitlyn bekommen. Ist in den Trap gelaufen. Headshot reicht nicht ganz, aber Exodia kann den Kill securen. Meanwhile ist der Thresh auf der anderen Seite des Fights down gegangen. Schöner Ornn-Knock-Up mit der Follow-Up-W. Caitlyn noch am Leben, die Frage ist, wie lange. Jinx cleant die Lux, die Lulu ab. Shinsaro kann die Caitlyn killen. Und damit sind wir bei drei Teamfights in Folge gewonnen für VR. Und langsam, nach diesem Fight ist die Gold Gap auch weg. Auf einmal ist die kommt von VR in Gold Head und der Corki hat immer noch keine zwei Items. Also, was auch immer der Plan von Freiburg war, die Execution scheint nicht auf demselben Level zu sein wie ihre Planung. Zumindest bis jetzt. Okay. Track Nummer 3 geht an OSGG. Infernal Soul. Da freut man sich als Corki und Jinx natürlich sehr. Aber auch Ornn wird dann auf einmal. Naja, Ornn ist ja auch ohnehin schon ein Assassin. Und ein Tank und ein Control-Match. Aber jetzt wird es halt langsam dann wirklich gefährlich, dass in einer Combo die Caitlyn einfach verschwindet. Baut jetzt LDA. Bisschen spät, wie ich immer noch finde, aber okay. Death Stance wird hier jetzt angedrückt vom Yone. Ich denke, das ist ein angemessenes Item. Wurde auch nochmal gebufft, diesen Patch. Auch wenn der Damage Share, ja doch, ist. Es ist okay, würde ich sagen. Zumal man sich ja kein Sturgis kaufen kann. Weil man Shieldboard. Man versucht jetzt für den Siege abzusetten. Für gewöhnlich lässt man sich dann aber nicht CC'en, wenn man Siege als Caitlyn. Leider waren die Jinx Traps ein bisschen off. Und Caitlyn kann die Lente noch nehmen. Ich glaube, wenn man Teamfights gewinnen will, an der Stelle von Freiburg, muss man einfach selbst proaktiv sein, anstatt sich die ganze Zeit engagen zu lassen. Das scheint. Also, die Koordination vom Freiburger Team scheint einfach nicht gegeben zu sein, wenn sie engaged werden. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen besser wäre, wenn die selbst mal proaktiv nach der Fight suchen. Jetzt will man hier auf der Seite von VR der Caitlyn nicht den Red Buff gönnen. Sagt Caitlyn zu sein. Es sagt einfach Brotliebhaber zu sein, dieses Game. Yone und Move Your Mothers prügeln sich jetzt um die Crux. Ich habe leider nicht gesehen, wer letztendlich gewonnen hat. Aber Toplane geht das Skirmish um die Baron Vision weiter. Und der Baron wird jetzt angefangen. Das ist allerdings gespottet.
Weil Pirate ging nicht aus der Vision von vom Scuttle rausgeht. Auntie Pete, die Frage ist wohin? Einfach auf das Wadden River. Okay. Caitlyn ist hier. Jarvan auch. Baron 4K HP. Ja, Freiburg, also entweder jetzt müsst ihr langsam mal was machen. Okay. Hier kommt Jarvan. Und er stiehlt den Nash. Fivehead of Exodia. Wunderschön. Aber schon zwei Leute tot. Yone engaged. Aber warum willst du da noch rein, Junge? Rette die Baron-Buffs. Boilyman und Fivehead of Exodia down. Und die Frage ist, wie viel kann Freiburg hier wirklich noch retten? Move your mothers on the chase. Hat währenddessen auf Ghost gewechselt mit seinem Spellbook. Wird ihn jetzt vermutlich noch ziehen für den Chase? Ach, tut er nicht. Langweilig. Absolut langweilig. Schön gespielt von Fivehead of Exodia. Wie nötig das war, dass Boilyman sich da auch noch wegintet, fragwürdig. Aber das war eine knappe Kiste. Da wollte jemand unbedingt Brotliebhaber noch den Kill gönnen. Also ich muss sagen, ich fühle sehr für die Caitlyn. Man tut ja sein Bestes, außer der Itemization. Freeload Dominix. In der Meantime, was meint ihr? Baut Corki jetzt mittlerweile sein Mythic? Oder, keine Ahnung, baut man jetzt noch Phantom Dancer vorher? Ich würde es feiern. Ich muss mir echt mehr angewöhnen, mehr zu trinken, während den Cast. Mein Hals kackt ab. Aber Brotibaba hat sein Lord Dominix. Böllerbus hat sein Ardent. Maybe. Maybe, maybe, maybe. Ja, ich muss sagen, diese Rapid Fire, I do not like that at all. Ich glaube, das hätte halt so viel besser rein sein können. Hätte auch Kraken, Lord Dominix AI bauen können oder so. Oder halt, wie schon angesprochen, die Phantom Dancer. Ja, whatever, es ist, wie es ist. Thresh hat mittlerweile auch sein Shureyas Battle Song fertiggestellt. Und Xin Zhao marschiert furchtlos rein. Konnte die Caitlyn irgendwie isolieren, zusammen mit dem Package. Und Zoop-Ba-Doop. Caitlyn tot, Lulu tot, Thresh tot. Und ja, Jarvan kann eigentlich nur zugucken. Und Yone frustsplittet auf der Botlane. Da hat man ein bisschen zu wenig auf die eigene Caitlyn aufgepasst. War sie in Range vom Xin Zhao eh. Und da wurde Deckel drauf gemacht. Das wird der Tier 2 in Botlane eigentlich sein für Freiburg. Allerdings muss Corda da jetzt auch Base. Oder muss er? Hat den Ornn mehr oder weniger erfolgreich runtergezogen. Oh. Schöne W vom Ornn. Ich muss sagen, der Yone scheppert schon hart. Jarvan wollte da anscheinend irgendwas am Drake machen, aber der TP kommt da jetzt zu vom Corki. Vielleicht kann das nächste Objective stehlen. Feels Batman. Feels Batman, Fivehead of Exodia zu sein. Not gonna lie. Aber hey, Versuch war da. Drei Infernal Soul Dragon Soul. Jinx sollte jetzt in absehbarer Zeit auch ihr AI fertig haben. Denke ich mal. Okay, anscheinend nicht. Wie viel Gold hat er? Ja gut, 1300. Da dachte ich, dass das Jinx mehr Gold zur Verfügung hat, als tatsächlich im Haus war. Jut, jut, jut. Was nimmt man jetzt als nächstes in Angriff? Soul ist secured. Elder ist in 5 Minuten. Nash in 2,5. Ich denke, man sucht sich jetzt einmal das Sideline aus und rennt die runter. Ich sehe nicht wirklich, was Freiburg Academy hier noch gegenhalten will. Realistisch gesehen. Ja, Yone farmt genüsslich weiter. Hat mittlerweile sein Death Dance. Baut jetzt, denke ich, GA. Oder Hourglass. Weiß man ja nie. Das nächste Ornn-Item wurde fertiggestellt. Diesmal auf Xin Zhao. Damit haben. fehlt jetzt nur noch Corki von den Carries. Und Morgana mit ihrem Ornn-Item. Okay, meint ihr, Corki hat seinen Mythic fertig, bevor Ornn Level 16 hätte? Ich weiß ja nicht. Okay. Mr. Xin Zhao hat sich daran erinnert, dass sein eigentlicher Gameplan war, Böllerbus umzubringen. Ah, der Recall ging auch durch. Glück gehabt, Connor. Tower fällt. Jinx ist very, very excited. Aber der eiserne Vorhang ist runtergegangen. Und das scheint Plank nicht wirklich zu interessieren. Oh, das war nur eine Mock-Q, oder? Eieiei. Relativ gute Ult vom Yone, würde ich sagen. Ich glaube, wenn er die E da früher reaktiviert, ist Corki sofort tot. Caitlyn noch am Leben.
Shinsao jetzt in der Mitte des Fights, hat seine Ult aktiv, Caitlyn kann ihm keinen Schaden machen. Jetzt allerdings schon. Sterox ist gepullt und ja, diese Caitlyn kommt nicht durch die Frontline durch. 1000 Gold Shutdown noch geholt, aber MYM, der Soul Survivor von diesem Deathmatch. Mittlerweile lebt aber Böllerbus wieder und so wirklich was kriegen tut er auch hier nicht. Vielleicht den Tier 3 hier noch. Ja, doch. Den sollte er auf jeden Fall haben. Ja, Böllerbus macht noch ein bisschen Stat-Padding, aber sieht schon sehr düster aus. Ich meine, der Fight gerade war nochmal richtig knapp, aber ich fand, man hat halt einfach gesehen, dass Caitlyn so dieses extra, diese extra Umf gefehlt hat, der vielleicht vorhanden wäre, wenn man sich nicht für die Rapid Fire entschieden hätte. Ja, ich weiß, ich reite da hart drauf rum und werde ich auch noch bis zum bitteren Ende wahrscheinlich. Korki mittlerweile sind Mythic fertig und Ornn ist Level 16. Ich habe es ja nicht darauf geachtet, was vorher passiert ist. Aber ich denke mal, das wird jetzt das nächste Ziel vom Ornn sein. Korkis Shieldboard zu upgraden. Ich sollte mal gucken, dass ich mir die neuen Upgrade-Items merke. Wormfall und Sacrifice wusste ich, aber die anderen nicht. Gale Force heißt Typhoon. Das ist actually cool. Das war dann doch vielleicht ein bisschen sehr optimistisch von der Seite von Plan Q. Yon sagt bitte danke und gönnt sich den Kill. Hat mittlerweile Zenji eher fertig. Und mit diesem Pick könnte man hier vielleicht für den Baron spielen. Morg sitzt auf Jarvan, den kümmert das nicht wirklich. Der Hook jedoch hittet Morg. Die hat Hourglass zur Verfügung, glaube ich. Ist allerdings jetzt tot. Yon ist dem Fight noch nicht mal beigetreten. Tut das jetzt. Boah, das Redemption saved die Jinx. Jarvan MVP. Ornn ist jetzt down. Kill für die Caitlyn. Minimal hat sich Jarvan das ein bisschen übernommen. Und die DPS-Carries von The Raven bereiten ihm ein schmerzhaftes Ende. Jetzt. Gerade noch so in den Traps stehen geblieben. Aber da kommt Corki Package. Lulu ist tot. Caitlyn aber noch nicht. Und Yon ist on the chase. Pullback von der E. Corki fürs Erste am Leben. Die Raketentusche weg. Okay. Brotliebhaber is not having any of this. Xin jetzt wieder am Leben. Dementsprechend Baron anscheinend nicht das Play der Wahl für Freiburg. Aber man hat erfolgreich den Ansturm Osnabrücks abgefedert. Und man sieht ja teilweise schon, was diese Comp machen kann. Mittlerweile jetzt das letzte Lifestyle-Item im Bau auf der Seite von Cordas Yon. Wird, denke ich mal, BT. Was sonst will man sich hier noch bauen? Ich meine, gibt es eine Welt, in der der Borg baut? Nee, das sehe ich nicht. Corki hat jetzt noch ein Seal. Das wird wahrscheinlich eine Rapid Fire Cannon. Hinter der Rapid Fire Cannon stehe ich wohl auch, somewhat. Jinx geht nicht mal aus den Baron Skillshots raus. Disappointing. Bisschen spät zurückgegangen von Corda, geht es in den GA. Und das ist ein Fehler, den man sich hier, glaube ich, nicht leisten kann, wenn man Freiburg ist. Boah. Lulu und Jarvan tun ihr Möglichstes, um ihn am Leben zu halten, schaffen es aber gerade so nicht. Thresh ist tot, Jarvan ist tot. Ja, da ist das Ace für Osnabrück. Quadra Kill für Jinx und Good Guy Pirate King sorgt dafür, dass es dem ADC nicht zu Kopf steigt und sichert sich den letzten Kill. Reicht es, um zu finishen? Wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich noch ein Fight an den Nexus Turrets geben, wenn man darauf jetzt aus ist. Oder? 20 Sekunden? Wahrscheinlich eher doch nicht. Miniwave ist jetzt da, der Debuff von den Turrets genommen und Jinx, Corki shredden da einfach durch. GG, VR holt ein weiteres 2-0. Aber ich würde sagen, Freiburg hat auf jeden Fall nochmal ihren Kampfgeist bewiesen, sind nicht kampflos untergegangen. Klar, Hiccups waren da, sonst hätte man auch nicht verloren, aber ich denke, man hat da, man hat sich da jetzt auf jeden Fall keine Schande mehr gemacht im zweiten Game. Außer mit der Rapid Fire Cannon. Ja, und damit gehen wir mal zurück in den Client. Ich greife immer auf eine meiner Szenen zurück. Die USGG-Szenen sind so hässlich, wenn man nicht im Draft. Sind wunderschön. Bitte feuert mich nicht. Für wen es interessiert, einen kurzen Blick in die Damage-Statistik. Ah, Jarvan, da hast du dich gerade noch so über den Thresh gerettet. Gerade noch so.
Ja, ich denke, wenn man hier ein MVP-Voting machen will, zweimal Shinsaro vom Plan, Q sahen solid aus. Game 1, denke ich, Hyper, starke Kopfball-Performance. Game 2 halt eher unauffällig. Ich denke, dieses solide Play von Plan Q in beiden Games würde ihn auch mein MVP netten. Mein MVP der Herzen Awards geht an Brotliebhaber. Nicht nur ist dein Name super toll, du hast beide Games dein Möglichstes gegeben, hast versucht, die an den Haaren das Spiel aus dem Sumpf zu ziehen. Mit leider ohne Erfolg. Ja, GG Freiburg. Und damit ist Osnabrück bei Rave Esports jetzt, lass mich lügen, 6-0. Ich scoop mal kurz in den Discord, da stand das irgendwo. 6-0. Good job. Platz an der Stelle. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Dienstag zum nächsten Spiel von Valraven. Denn das ist jetzt mein Hobby jede Woche Dienstag. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft ja mal einen Überraschungsgast. Ein Überraschungsgastolon. ja, euch allen noch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, heute für euch casten zu dürfen. Ja, bleibt gesund und schaltet nächste Woche wieder ein. Ciao, ciao.